Hallo, herzlich willkommen bei Betonliebe, unserer Do-it-yourself-Serie von Sakrit. Wir alle wissen, Beton ist weit mehr als ein Baustoff. Beton ist der Stoff, mit dem du deine Ideen zum Leben erwächst. Wir bei Sakrit haben deswegen zwei Kreativprodukte neu erschaffen, den Sakrit Kreativbeton Small und den Sakrit Kreativbeton Big. Heute zaubern wir bei Betonliebe aus Sakrit Kreativbeton Small einen Kerzenständer im Industrial Style inklusive cooler Kupfermuffe. Kerze angezündet und schon wird es kuschelig, gerade jetzt, wo es so kalt und frostig ist. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie einfach das geht. Für die Gießform des Kerzenständers brauchst du einen Getränkekarton, einen Cutter, Pinsel und Pflanzenöl. Als Kerzenhalter nimmst du eine Metallmuffe. Die gibt es in unterschiedlichen Größen im Baumarkt, bei den Kupferrohren. Je nachdem, was du magst, nimmst du Kupfer, Messing oder ein Aluminiumrohr. Achte darauf, dass da auch wirklich eine Kerze reinpasst. Mit dem Cutter schneidest du den Karton durch. Nun hast du ein Endstück, das 10 bis 15 cm lang ist. Diese Form musst du auswaschen. Dann bestreichst du sie innen mit Öl. So löst sich später der Karton leichter vom Kerzenständer. Für die Gießmasse benötigst du Sakrit Kreativbeton Small. Weil der so feinkörnig und glatt ist, eignet er sich besonders für kleinere Objekte. Außerdem brauchst du Wasser, einen Becher zum Anrühren, eine kleine Wasserwaage und einen Spachtel. Vergiss nicht die Handschuhe. Damit du die Mörtel nicht einatmest, solltest du beim Anrühren außerdem einen Atemschutz aufsetzen. Für die Gießmasse rührst du langsam ein Teil Wasser in 5 Teile Mörtel ein. Alles gleichmäßig durchrühren, damit sich kein Mörtel am Rand absetzt oder Klümpchen entstehen. Achte auf die Konsistenz der Masse. Gießt du etwas Wasser nach, wird sie flüssiger. Ist die Masse zu flüssig, kannst du sie dann mit etwas Mörtel verdicken. Jetzt hat der Beton die perfekte Konsistenz und muss ein paar Minuten stehen bleiben, um zu reifen, wie man auf dem Bau sagt. Gieß die Betonmasse in den eingeölten Karton fast bis zum Rand. Lass den Beton nun 20 Minuten antrocknen. Und jetzt die Muffe. Drück sie bis zum unteren Ring in den Beton. Schnapp dir eine Wasserwaage und richte sie senkrecht aus. Nun kannst du den Karton für einen Tag und eine Nacht wegstellen. Der Beton trocknet jetzt durch. Um den Kerzenständer den letzten Schliff zu geben, brauchst du Schleifpapier, einen Pinsel und etwas Klarlack. Ist der Beton ausgehärtet, ziehst du den Karton vom Kerzenständer ab. Durch das Öl ist das relativ einfach. Mit Schleifpapier kannst du jetzt die Kanten glätten. Je feiner dein Schleifpapier ist, desto glatter wird die Oberfläche. Mit einem feinen Pinsel trägst du nun eine dünne Schicht Klarlack auf. Die Metallmuffe musst du nicht lackieren. Kupfermuffen fangen richtig an zu strahlen, wenn du sie mit einem weichen Tuch polierst. Ist der Lack getrocknet? Rein mit der Kerze und feuerfrei! Mit kleinen selbstklebenden Filzgleitern unter dem Kerzenständer sorgst du dafür, dass auch dein Tisch immer schön glatt bleibt. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, was du alles mit dem Kreativbeton Big anstellen kannst, zum Beispiel einen Betonhocker. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Betonliebe, der Webserie für Do-it-yourself-Ideen von Sakrit.